Oh Gott, das wird. Das wird lustig, Junge. Guck mal, was passiert, wenn ich da ein Allrad einbaue. Wahrscheinlich. Voll am Lambo vorbei, Junge. Zauber, hau rein. Am 31. März, Leute, ist schon mein neuer YouTube-Kanal Zocker Let's Play gestartet. Also, guckt mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Kanal, falls ihr einen Link braucht. Ansonsten einfach in die Suche eingeben, Zocker Let's Play, wisst ihr Bescheid. Da gibt es ab sofort jeden Tag, Leute. Jeden Tag. Bis Ende des Jahres. Bis Silvester 2023. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag eine geile Let's Play-Folge. Es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig. Immer im Wechsel die Folgen, heute das, morgen das andere, morgen, übermorgen wieder das und so weiter, immer im Wechsel. Alles natürlich, ihr kennt mich, in bester Qualität, ja. Alles nur in 4K, verlustfrei, bla bla bla, bisschen geht nicht mehr, beste Qualität, beste Leben. Also Leute, lasst ein Abo da und Popcorn nicht vergessen, Junge, Popcorn nicht vergessen, wichtig. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Forza-Video. Ich wollte mir nochmal, bevor der neue Abarth kommt, den Oldschool-Abarth hier angucken. Von 1968. Boah, wie das Abarth-Logo da noch aussieht, Alter, lol. So sah das früher ja noch aus, Junge. Abarth und C-Punkt. Und das auch noch so blau, ne? Ja, sieht heute schon schöner aus, aber das ist halt Oldschool hier. Ja, was hat er? Weißt du, wenn du das geil ist bei dem Wagen, wenn du hier Reifen kaufen musst, ne? Gehst einfach zum Fahrradhändler, Alter. Kann man hier irgendwann aufmachen? Okay, Kofferraum geht schon mal nicht. Motor ist ja hinten drin, ne? Ach, guck mal hier, lol. Ah, okay, das wird so... Ja, ja, okay. Ah, da wäre aber eine Animation auch ganz lustig gewesen. Aber geil, dass du es auch als Cabrio fahren kannst. Ach, du Scheiß. Ach, falsche Seite auch noch. Ja, komm, egal, geht trotzdem hier rein. Tega, ich wusste gar nicht, dass das noch Rechtslenker ist auch. SS, Junge. Ach, du Scheiße, Alter. Gottes Willen, ey. Stell mal vor, du hast damit einen Unfall, Alter. Das war's dann aber für dich, ey. Ach, du Kacke. Ja, also 595 SS. Soweit ich weiß. Ja, ich weiß, ich sollte es eigentlich wissen. Ich schande über mein Haupt. Aber ich glaube, SS steht so, oder das heißt so viel wie SS, also wie beim Camaro, SS. Und SS steht ja dann auch für Supersport, ne? Also kann man sagen, SRS ist Supersport dann so mäßig, ne? Und hier 595, das stand da damals für den Hub, ne? Das war der Hub. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem auch so ist. Damals auf jeden Fall die ersten, das war so der Hubraum, ne? 595. Ja, steht da dann nicht für 5,9 Liter, sondern für 0,5 Liter, Digga. 0,5 Liter. Also meine Monsterpulle hier, die hat 0,5. Das ist der Hubraum von dem Auto. Und dann gab es noch diese Hightech-Rennstrecken-Mopeds da. Das war das hier, das krasseste vom krassen. Das war dann 695, ne? Hatte der 0,695 Hubraum. Ist ja heute alles anders. Heute heißen die normalen Abarths, heißen ja dann 595. Es gibt auch noch welche, die 695 heißen, so wie bei mir. Das sind so die limitierten, so, ne? Wenn 695 auf dem Abarth steht, weißt du immer, okay, das ist ein streng limitiertes Fahrzeug, ne? Und der jetzt bald kommt, ist ja der 695 Biposto. Und da einfach 695, weil es auch einfach so ein limitiertes Auto war, ne? Aber okay, wir gucken mal. Wir können ja mal gucken wegen dem Hub hier. Oh, man kann auch Motorswap machen. Das ist ja geil. Der, oh, Gottes Willen. 500. Das ist ja wirklich 594 Liter Hubraum. Also ein bisschen mehr wie ein Monster Energy ist der Hubraum, Alter. Leck mich am Arsch. Wie hört der sich an? Der hört sich aber ganz... Weißt du, Nockenwellen reinbauen, Digga? Dann ist das geil. Der hört sich voll mächtig an, ne? Voll geil. Warte mal, sollen wir einmal so damit fahren? Komm, warte mal. Mal gucken, was der drückt hier. Ich lade schreck mal voll rein. Überschlägt sich fast beim Fahren, Junge. Ich sag's so, wie es ist. Geh mal Burnout hier hin. Das Lustige ist ja, ich glaube, der Wagen hat sogar Heckantrieb, ne? Warte mal, kann man das hier... Ja, Heckantrieb, Digga. Voll krass. Guck mal, so ein kleines Auto. Heckantrieb, Junge. Ah, komm schon. Handbremse. Ah, der hat keinen Bock. Ja, fahr durch hier, Tourista. Mal gucken, ob ich da überhaupt mithalten kann. Das wird schon schwer, ne? Aber guck mal, er bremst extra hier. Bergab, ne?
Ah, jetzt kommt er, Junge. Jetzt haben wir's. Junge, der dreht aber hoch hier, Alter. Fast, Alter. Der dreht fast bis 7000. Muss uns mal von drinnen angucken. Oh, warte mal. Lustig ist, die hatten auch damals schon 1900, also in den 60ern, die hatten ja auch schon Launch Control. Deswegen benutzen wir die jetzt auch mal hier. Ja, das kannst du dir auch schenken, ne? Warte mal. Ich glaube, wenn du hier mit Dings, warte mal. Ich glaube, der dreht trotzdem nicht durch, oder? Nee. Das schafft er nicht. Esse, Junge. Ja, hier kann man es auch besser lesen, da am Armaturenbrett, ne? Das sind da zwei Wörter. Esse. Und ich glaube, die sprechen auf Italienisch. Ich weiß es echt nicht genau, ne? Ich glaube, die sprechen das S. Auf Italienisch sprechen die Esse, wenn die das einzeln aussprechen, glaube ich. Also zwei Buchstaben ausgesprochen, Esse. SS und SS steht für Supersport. Warte mal, was ist eigentlich mit dem Dach hier? Warte mal kurz. LOL. Okay, das ist ja dumm. Du kannst das Dach nicht bei draußen aufmachen. Ja, das wird bestimmt nochmal reingepatcht, ne? Das ist natürlich dämlich. Ja, okay, warte mal, ich will nur mal kurz gucken, was ich V-Max hier ist. So, wir haben es gleich. Hier, 120 habe ich schon mal. Digga, guck. Wenn die irgendwann auf Autobahnen machen, nur noch 100 oder so, ja, dann reicht auch das Auto hier, ne? Selbst bei 120 oder 130 reicht der Wagen ja noch, ey. Ja, 120, wenn jetzt ein bisschen Berg runter... Wenn der Berg runterfahren würde, wird es 120 laufen bestimmt. Nice. Ja, da kannst du jetzt verschiedene Sachen machen, ne? Du kannst den so ein bisschen als Sleeper lassen, sag ich mal, ne? Machst du einfach optisch genau gar nichts und dann haust du einfach einen krassen Motor rein. Was gibt's denn hier so? Ich weiß auch nicht, ob wir den behalten sollen. Übrigens hat der Wagen 29 PS, ne? Es gibt einen 1,4 Liter rein Vierzylinder Turbomotor. Mando, ich habe ja gar keine Ahnung, wo der herkommen könnte jetzt. Will ich mich spoilern lassen, wie der sich hier anhört? Oder sollen wir auf den Biposto noch warten? Ah, warte mal, was gibt's denn noch? Reihe Vierzylinder Motorbike Engine. Ach du Scheiße. Einfach Motorradmotor. Ist ja lustig, Alter. Ja, okay, 1,6 Liter Turbo Rally hier aus dem Rallye-Auto. Das Ding ist, der Motor schon echt krass, ne? Ach komm, ich will einmal hören. Komm. Boah, der Turbo schon. Ja, okay, hört sich scheiße an. Scheiße. Ach, Mann. Aber wir warten trotzdem mal auf den Biposto. Vielleicht hört er sich ja nochmal anders an. Nee, Alter. Nee. Nee. Guck mal, ich pack dir jetzt hier oben, pack ich dir den Link rein, guck dir das mal an, ne? Da oben. Oben rechts ist so ein i jetzt hier oder so, oder wie das da heißt, hier Infokarte. Klick da mal drauf, guck dir das mal an, hör dir da mal den Sound an. Also guck mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gucken jetzt mal, was mit dem Standardmotor geht. So, damit geht insgesamt 100, 112. Okay, ich würde glaube ich sagen, also ich würde am liebsten würde ich den einbauen, ne? Aber ich würde sagen, weil wir das noch nie hatten, einfach mal Motor einzubauen. Das heißt, hier geht insgesamt 300 PS. Okay, ich guck mir nochmal den Turbo Rally an. Wir nehmen das jetzt hier, Digga. 700 PS in dem Puff. Er ist nicht viel mit Schalldämpfer hinten, ne? Ja, ist auch der Anti-Gelag, der, ne? Muss man auch dazu wissen. Wir lassen trotzdem her, Gantrieb. Was gibt's denn eigentlich für Optikteile, Alter? Es gibt Abarth-Teile. Das Forza, so ein Lippchen unten hier. Okay. Achso, einfach clean. Ja. Ach komm, dann nehmen wir das doch mal hier. Ne? Oh gut, das ist jetzt nicht mehr so Sleeper-mäßig hier mit dem Ding. Nehmen wir nicht. Hier hinten. Ja, können wir auch wegcleanen, Alter. So. Die Frage ist, willst du daraus wirklich einen Sleeper machen oder machen wir irgendwie was, ich weiß auch nicht, ne? Was kann man denn hier? Was hat der denn? Der hat 12 Zoll. Ja, moin. Ja, das machen wir nicht, ne? Weißt du, wir machen dem vielleicht eine schöne Folie drauf oder so, irgendwas. Hier, das kann man machen, ne? So ein bisschen Slicks, ja, genau. Aber ich frag mich auch so, 700 PS, Junge? A800 Auto. Was geht denn hier mit der Reifenbreite? Warte mal. 125er vorne, ach du Scheiße. 205er. Hinten geht 225er, okay, das ist krass. Das sieht schon fett aus, ey. Okay, Bremsen brauchen wir erstmal. Hat der Trommel drin oder was? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Wir nehmen das mal hier mit. Komm, tiefer legen machen wir jetzt aber auch, ne? Rennfahrwerk, Stabis rein. Überrollkäfig würde ich aber auch fühlen bei dem, ne? Der wiegt wahrscheinlich so viel wie das Auto schon, ne? Der Wagen wiegt ja knapp 500 Kilo. Okay, das packen wir auch mal rein. Das sieht doch geil aus. Abspecken, Alter. Klar, Junge, der wiegt ja schon. Also, ne? 600 Kilo, Alter, ist auch schon viel, ey. Da specken wir nochmal hier 90 Kilo ab. Sauber. Das nehmen wir mit hier. Kupplung.
Da machen wir ein fettes Renngetriebe rein. Gönnen wir dem auch nochmal hier. Da auch nochmal 5 Kilo gespart. Zack, yalla. Was machen wir mit den Reifen? Ich würde sagen, wir nehmen so ein... Wir gucken mal, dass wir bei A800 bleiben. So, das ist es. Reifenbreite voll. Und jetzt gucken wir mal, dass wir bei A800 bleiben. Ja klar, Alter, ein S-Auto. Wahrscheinlich. Komm, dann scheiß drauf. Wir machen einfach irgendein sinnloses Auto. Nehmen wir Semi-Slick. Machen alles voll. Und fertig. So. Dann ist es halt, kannst halt, ich bin, kannst, jetzt wirst du eh nicht mehr fahren, glaube ich, ne? Fahrwerkmäßig geht noch ein halber Zentimeter, danke. So, was sind denn eigentlich die Standardfarben hier? Ah, weiß und weiß gibt, geil. Ja, dann würde ich doch sagen, bleibt der weiß. Okay, das mit der italienischen Flagge fühle ich schon. Das ist sehr dezent. Gibt es nochmal mit Nummer drauf. Gulf, lol. Boah, guck mal, Alter. Oder sollen wir doch was sowas... Ach, Digga, keine Ahnung. Komm, scheiß. Jetzt hauen wir voll auf Kacke. Okay, scheiß drauf. Jetzt ist vorbei, Digga. Jetzt scheiß drauf. Jetzt gönnen wir dem auch den Spoiler hier oben. Scheißegal. Und jetzt brüte ich mal nach fetten Felgen. Workmeister L1 3 Piece. Die sehen doch nice aus, Alter. So, gucken wir. Oh, wo bin ich denn hier hingespawnt, Alter? Alter, sieht das krank aus, Junge. Weil jetzt musst du den noch so ein bisschen shoppen, Alter. Ach du Kacke. Ey, Junge. Oh Gott, das wird lustig, Junge. Das wird sehr lustig. Ach nee, der Innenraum ändert sich ja auch, wenn du die Farbe änderst. Oh, das ist ja geil. Wenn du den jetzt rot machst, hast du innen alles rot, ey. Das Geile ist, jetzt können wir auch einen Unfall bauen. Da passiert doch erstmal nicht so viel, ne? Das Geknalle da hinten, Junge, was geht da ab, Mann? Ja. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen mehr Arbeit-Feeling irgendwie. Man merkt das so. Um. Ey, Junge, ich habe gar kein Gas gegeben. Was hat der? Den vierten Gang, warte mal. Das ist jetzt das Arbeit-Feeling, Junge, das sag ich dir aber. Das können wir nicht fahren, Alter. Das können wir nicht fahren. Digga, das ist wie ein Go-Kart, Junge. Du merkst das richtig. Du merkst das richtig. Junge, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das in Real Life ist, ne? Das ist einfach legendär, Alter. Klar, jetzt haben wir hier 700 PS, ne? Aber... Alter, was ist denn da los? Digga, der Heckantrieb macht mich fertig, Alter. Beim siebten geht das eigentlich, ey. Ey, weißt du was? Vielleicht schaffen wir damit ja bei der Driftstrecke die Millionen Punkte, Junge. Oh Gott. Junge. Okay, machen wir nochmal von draußen hier. Boah, du hörst den Turbo dann auch so dauerhaft einsaugen, so. Scheiße, Junge. Ach, du Kacke. Ja, genau. Ja, guck mal, was der da für eine Wolke ihn zaubert, Alter. Alter, der Turbo da drin, ne? Klar, wir haben jetzt hier einen völlig anderen Motor drin, ne? Rallye-Motor, ne, aber ich sag's euch, die Geräusche, was die heutigen Abarths machen, ist einfach richtig geil, ne. Das kriegst du heute einfach nicht so, das kriegst du nicht mehr sowas. Digga, du kaufst dir heute einen Mercedes oder einen AMG oder einen M ist scheißegal, was für ein M. Das sind alles Staubsauger gegen mein Auto, ich sag's dir. Das ist geisteskrank. Die Soundkulisse ist der Wahnsinn, Alter. Okay, warte mal. Ich mache mal ein Allrad rein und vielleicht doch Slick-Reifen. Okay, wir sind gerade übrigens in der S1-Klasse. Habt ihr gesehen? Guck mal, was passiert, wenn ich da ein Allrad einbaue. Wahrscheinlich.
So, also wir sind jetzt bei Stufe 940. Digga. Was mich jetzt hier auch nochmal interessieren würde, wo ich es gerade sehe, ne? Ob der Kilometerzähler läuft. Der ist ja jetzt hier ausnahmsweise mal nicht digital, ne? Alter, ist das bescheuert, ey. Achtet ihr mal ein bisschen mit auf den Kilometerzähler. Ich hab das, glaube ich, nicht mehr. Ich bin schon im vierten, Alter. Ich bin schon durch. Scheiße. Und das ging sogar gut. Warte mal. Alter, ist das krass. Ja, okay. Der Kilometerzähler geht nicht, ne? Ah! Gut, dass wir einen Überrollkäfig haben, das sag ich dir aber. Halt die Fresse an. Boah, guck mal, die Kurve nicht in dem Teil, ne? Oh Gott. Junge, der liegt wirklich so. Oh mein Gott, was ist fast umgekippt? Was? Warte mal, ich stelle jetzt erstmal jetzt anders ein hier hinten. Wir machen mal Diff hinten schon auf 75, glaube ich. So, wir gucken mal. Oh, guck mal, hier steht ein Königsegg, Alter. Ja, die haben keine Chance, ne? Das ist ja eh das schnellste Auto hier, ne? Zumindest in der V-Max. Ey, ich stehe schon hier. Nee, Junge, ich stehe schon hier. Du siehst mich zwar nicht, weil ich so klein bin, ich verstehe das, aber ich stehe schon hier. Ne? Junge, ich komme mir nicht mal vorbereiten auf Launch Control. Aber wir halten mit. Wir halten mit einem Königseck mit, Junge. Okay, ne? Jetzt zieht er weg. Jetzt zieht er weg. Okay. Ja, scheiß drauf. Okay. Boah, wir haben aber richtig Grip. Ne, guck mal. Ich habe jetzt übrigens die Traktion mal angemacht, ne? Ist klar. Guck mal hier, guck mal hier. Voll am Lambo vorbei, Junge. Zau, Alter, hau rein. Ach komm, den nehme ich jetzt mit hier. So, wir fahren ein Ründchen auf meiner Teststrecke. Weil ist ja ein S2-Auto, dann können wir ja mal gucken, was der kann, ne? Normalerweise wäre ich jetzt mit dem Auto nicht hier gefahren, weil wir dann erst übermorgen am Ziel angekommen wären. Aber, ja, aua. S2-Auto, ne? Oh mein Gott, die Lenkung ist grandios scheiße, Alter. Der ist so ultra... ultra stabil, ne? Aber er lenkt einfach nicht gut genug ein. Oh mein Gott, wir sind schon wieder umgekippt. Oh, das ist scheiße. Ja, nicht, ob wir gleich mal so eine harte Kurve hier einfach einen Abflug machen, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Junge, du darfst nicht über die Grasnarbe hier fahren. Sobald du den Asphalt verlässt, kippt der Teil um, ne? Ah, aua. Oh ne, das spule ich jetzt zurück. Bremsen. Oh, ach du Scheiße, das kippt einfach um, ne? Wir gewinnen, Alter. Aber guck mal, wir kippen. Oh. Lenkung, Junge. Lenkung ist es. Lenkung ist Schmutz. Die müsste man... Da müsste man das Auto noch irgendwie einstellen von Fahrwerk und so weiter, dass das ein bisschen besser lenkt. Kann ich aber jetzt nicht. Auf die Schnelle zumindest nicht. Boah, ganz knapp, ganz knapp. Junge, der zwiebelt durch, ne? Der zwiebelt so durch. Ja, überleg mal, ne? Was, ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet am Ende. Also knappe 700 PS und, keine Ahnung, knappe 600 Kilo oder was, ne? Vielleicht wäre es sogar besser, wenn man vielleicht ohne Traktion fährt, damit er ein bisschen mehr reindriftet. Keine Ahnung. Oh Gott. Ja, da musst du viel bremsen, damit er ein bisschen einlenkt hier. Boah, Alter, ich lenke links, rechts, ne? Aber das Auto bewegt sich gar nicht in irgendeine Richtung, ne? Scheiße. Oh mein Gott. Oh, lenkt nicht, er lenkt nicht. Oh mein Gott.
Ey, aber wir sind Erster, ne? Und wir haben eigentlich einen ganz guten Abstand. Alter, diese Schrotflinte da hinten raus, ne? Scheiße. Du siehst halt richtig, wie das Auto so am Wackeln ist, ne? Weil das alles wirklich, es ist halt wirklich wie ein Go-Kart, ne? Und eins kann ich dir sagen, Digga, in Real Life ist das auch so, oder? Das ist echt krass. Also Federweg, oh mein Gott! Federweg existiert da nicht, Alter. Ich bin gleich mal auf den Highway gespannt, was der da durchziehen wird. Alter, wir sind vorne hochgegangen. Oh mein Gott, guck mal, guck mal, guck mal. Ach du Scheiße. Aua, aua. Oh mein Gott. Ach, Scheiße. Ich krieg die Kurve nicht besser hin, scheiß drauf. Junge, da kommt eine Bodenwelle, das Ding hebt einfach ab vorne, ey. Ey, Alter, wir machen ja auch eine Seitwärtsrolle, ich sag's dir, ey. Das kriegen wir noch hin, ne? Die Bremse ist echt krass, Alter. Die haut richtig rein bei dem Ding. Ist so eine Bremse, die normalerweise an so einem Bugatti hängt wahrscheinlich. Die hängt jetzt hier die 500 Kilo. Drückt jetzt hier die 500 Kilo runter, Alter. Junge. Ja, ich lenke immer voll ein, ne? Aber komplett. Das ist echt mega lustig, Alter. Da musst du mal fahren, ne? Oh Gott, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Der Shepard da mit den Schrotflinten über den Acker, Alter. Ich kann nicht. Jetzt pass auf, der Anker, Junge. Pass auf. Bei 300 der Anker, Junge. Oh, krass, guck mal. Wir haben so spät gebremst. So, Junge, was zieht der? Tacho schon längst am Ende, ne? Oh, Lenkrad sieht auch aus wie am Go-Kart, ne? Ist nichts anderes, ey. Der ist schon wieder abgehoben vorne, ne? Die Tiger. Ey, wenn wir gleich hier runterfliegen, ne? Da kommt ja gleich nochmal so ein Stückchen bergab, Alter. Wenn da so eine leichte Bodenwelle ist und der kriegt ein bisschen Luft vorne, ne, dann ist das Ding aber weg, ey. Ja, 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 3,30, Junge, 3,30. Jetzt könnten die anderen wieder aufholen, ne? Das ist auch, glaube ich, der Moment jetzt hier. Ja, ja, man sieht das schon. Weil hier oben schleppt er ein bisschen, ne? 330 in dem Abarth, Junge, ist ja auch lächerlich wenig. Guck mal hier, ja, 3,40 ungefähr. Ja, fast die 3,40. 39 hatten wir. Aber wird nicht abgehoben, hat ein Glück. Scheiße. Aber sieht echt geil aus, ne? Echt gut. Ja, die holen ja ganz langsam auf, aber die brauchen ein bisschen. Krass, Alter. Ja. Definitiv das langsamste S2-Auto, was wir hier gefahren sind, glaube ich, ne? Ihr könnt mir gerne in den Discord mal ein paar Bilder schicken, wie ihr mit der Karre abgehoben seid oder was ihr für eine Seitwärtsrolle geschafft habt. Schickt das mal gerne als Foto oder Clip da rein, egal, ne? Gebt da so einen Fail-Ordner, könnt ihr da reinballern. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, euer Zocker, ciao, ciao.